Tee? So. Jemand hat den Baum gefällt, um hinüberzukommen. Eure Klingen! Das muss Shigenoris Duellring sein. Ich komme zu spät. Was hat Yasuhira getrieben? Armer Mann. Yasuhira hat ihn getötet. Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Fußspuren. Noch frisch. Yasuhira Koga, der Schlechter der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür werdet ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Er ist schnell. Jetzt hab ich's. Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Ihr habt größeren Respekt verdient.
Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Schnell, Kage! Yeah!
So. Hui! Arbo!
Sanka! Didn't do that, Joel! No! No! Turgut! Hindwen! Han! Jetzt du sehen! Kime! Sorge dämmt Wachstum. Verteidiger ohne Furcht. Bereit fürs Ende. Yeah.
Höhlenfüchse als normalerweise bemerkt? Kennt ihr die Geschichte von Tadayori, mein Herr? Ich kenne den Namen, doch nicht seine Heldentaten. Man glaubt schon lange, dass Tadayoris Rüstung ihm große Macht verlieh. Und es verheerend wäre, wenn sie in falsche Hände fiele. Das darf ich nicht zulassen. Erzählt mir mehr von dieser Geschichte und der Rüstung. Der Musikant Yamato kann euch da helfen. Er erzählte mir die Legende in Asamo, am Fluss, der den Ort von Tsutsu trennt. Diese Menschen brauchen Hilfe. Ich hoffe nur, Hanaoka erreicht sie rechtzeitig. Wenn nicht... Wer braucht Hilfe? Ein Lager mit Flüchtlingen. Sie sind sehr krank. Ihr Heiler Hanaoka versucht, sie zu erreichen. Die Mongolen haben die Region in die Knie gezwungen. Banditen kontrollieren die Straßen. Der Heiler wird Hilfe brauchen. Das Kishi-Grasland. In der Gegend wurden Strohhut-Söldner gesehen. Ein Mongolen-Konvoi. Ein Hinterhalt. Könnten die Strohhüte gewesen sein. Hier fing der Angriff an. Aber es waren sicher mehr Mongolen. Da vorne sind noch mehr Leichen. Er wollte vor den Angreifern fliehen. Jin Sakai. Ryozo. Siehst aus wie eine Vogelscheuche. Du sahst auch schon besser aus. Gibst du mir meinen Hut? Bist du jetzt ein Söldner? Ich bin Berufskrieger. Kannst du mir helfen? Ich suche euren Anführer. Er starb in Komoda. Du warst auch dort. Hab viele Freunde verloren. Wie wir alle. Wir können sie rächen, wenn wir kooperieren. Reite mit mir, Fürst Shimura. Er lebt noch? Die Strohhüte sind geschwächt, leiden Hunger. Sie werden ihr Leben nicht für einen Mann riskieren. Auch nicht gegen Bezahlung? Sobald unsere Heimat frei ist, bezahlt Fürst Shimura dich, was du verlangst. Meine Männer sind vielleicht interessiert. Deine Männer? Ich sorge für sie. Jemand muss wohl. Sind wir uns einig? Ich denk drüber nach.
hier nicht zurück. Das tue ich nie. Das hier ist für Komoda. Töte sie alle! Diese Hunde geben nicht auf. Sie dürfen uns nicht umzingeln. Du kämpfst besser als früher. Und dir ist endlich ein Bart gewachsen. Hast du dir mein Angebot überlegt? Die Strohhüte können deinen Onkel nicht retten. Wir haben Glück, wenn wir die Woche überleben. So schlimm ist es? Wir verhungern. Ich war auf der Jagd nach was Essbarem und kehre mit leeren Händen zurück. Doch nicht allein. Bring mich in dein Lager. Unterwegs überlegen wir uns etwas. Wie in alten Zeiten. Hierher! Willst du laufen? Los, komm! Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Sommern. Bei Fürst Nagaos Turnier. Ich habe nach dem Turnier nach dir gesucht. Die Strohhüte sahen unser Duell. Sie brauchten ein neues Schwert. Das klang reizvoll. Ich wusste nicht, dass du in Komoda warst. Du warst mit den anderen Samurai-Fürsten beschäftigt. Ich habe mit meinen Männern getrunken. Das hätte ich vor dieser Schlacht auch gebraucht. Ja, bestimmt. Hier! Noch ein Karren. Vielleicht ist was Brauchbares drauf. Ist leer. Samurai! Samurai! War das euer Fuhrwerk? Ja, mein Herr. Mongolen raubten mein Pferd und meinen Reis. Und da habt ihr noch Glück gehabt. Wo sind die Mongolen hin? Richtung vor Ohira. Verdammt. Sucht Zuflucht im Goldenen Tempel. Warnt alle vor diesen Straßen. Ja, mein Herr. Ziehen wir weiter. Mein Lager ist nicht weit. Los jetzt, Kage!
Ich habe das vorhin ernst gemeint. Hilf mir, Fürst Shimura zu befreien. Und er gewährt dir alles, was er kann. Und was kann er mir denn gewähren? Er kann die Strohhüte zum Samurai-Clan erklären. Und dich zu ihrem Fürsten. Auf einer von Mongolen belagerten Insel. Wir vertreiben sie. Dein Name erscheint in den Aufzeichnungen des Shoguns. Und das glaubst du wirklich? Ich glaube, es lohnt dafür zu kämpfen. Du warst schon immer ein Träumer. Es war sicher nicht leicht, die Strohhüte nach Komoda zusammenzuhalten. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen klargemacht, dass wir uns nur selbst retten können. Das ist wahr. Das dachte ich auch immer. Aber langsam kommt es mir wie eine Lüge vor. Wie viele Männer hast du? Nur halb so viele wie am Anfang. Aber wir sind noch immer eine kleine Armee. Warum? Der Bauer sagte, die Mongolen wollten mit seinem Reis nach Fort Ohira. Du glaubst, sie horten dort Essen? Möglicherweise. Hast du eine Idee? Mir kommt gerade eine. Wer ist da? Schon gut, Shinzo. Ich bin's. Er ist hier! Ryuzo ist zurück! Höchste Zeit. Ich sehe gar kein Essen. Wer ist der Samurai? Männer, das ist mein alter Freund, Fürst Sakai. Ryuzo hat mir erzählt, ihr hungert. Ich will euch helfen. Es gibt kein Essen? Wir haben einen Plan. Wir überfallen Fort Ohira und holen uns unsere Nahrung von den Mongolen zurück. Ein Vorüberfallen? Die töten uns! Einen kleinen Moment. Komm mit mir, Jin. Wir hätten deine Idee besprechen müssen, ehe wir es den Männern sagen. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Das ist meine Aufgabe. Ich wollte nicht respektlos sein. Schon gut. Hierdurch, Jin. Wenn du mit den Strohhüten reitest, musst du auch danach aussehen. Ich habe noch eine Rüstung, die passen müsste. Wehe, sie ist verlaust. Das wirst du mir noch ewig vorhalten, oder? Die Rüstung ist in der Truhe. Du siehst nicht so gut aus wie ich, aber nicht übel. Wir sollten das vorüberprüfen, auf Schwachstellen. Meine Männer werden das übernehmen. Dann sind wir uns einig. Hol uns das Essen aus Fort Ohira. Und wir retten deinen Onkel vor den Mongolen. Danke, Ryuzo. Aber vergiss nicht, wer der Anführer der Strohhüte ist. Das würde ich dir niemals nehmen wollen, mein Freund. Gib uns Vorsprung. Wir treffen dich beim alten Friedhof. Bis dahin. Männer, wir rücken aus!